Hier ist das filmische Allerlei. Hi, mein Name ist Denise und ich bin vom filmischen Allerlei. Brauni TV hat mich eingeladen, doch bei seinem Adventskalender mitzumachen. Und ich fand das eine tolle Idee, dass man sich gegenseitig unterstützt und einfach mal was zusammen macht. Und deswegen habe ich das sofort angenommen und die Idee ist, seinen Lieblingsfilm vorzustellen. Und das mache ich jetzt. Und meiner ist Leon, der Profi. Ich finde, es gibt ja immer wieder so Filme, die einen so ein bisschen einen besonderen Stellenwert haben. Also das gibt, alle paar Jahre gibt es immer so einen Film, der einen besonders bewegt, mitnimmt, wie auch immer. Bei mir war es halt damals, es fing an mit Nikita von Luc Besson und dann war für mich eine filmische Offenbarung, sage ich mal, im Prinzip bei Leon der Profi. Bei Leon geht es darum, dass Mathilda, gespielt von Natalie Portman, ihre Familie wird umgebracht und sie landet bei ihrem Nachbarn Leon, gespielt von Jean Reno, und kommt bei ihm unter. Er ist aber Profikiller und die beiden gehen eine ganz besondere Beziehung ein. Und was ich an diesem Film so mag, ist genau das. Ich finde, dass dieser Film es schafft, diese Beziehung zwischen den beiden. Sie ist 12 und er wird irgendwas in den Mitte 30er, in der 30ern sein. Dass diese Beziehung und auch diese Liebe nie wirklich was Sexuelles hat, auch wenn sie manchmal ein bisschen auf Lolita macht, sondern dass das, finde ich, wirklich nach Liebe wirkt. Ich weiß, es gibt genug Meinungen, die das genau anders sehen. Ich finde aber, dieser Film macht es wunderbar. Ich finde, dieser Film, auch mit all seiner Härte und dann seiner unglaublichen Weichheit, also dadurch, dass diese Beziehung so was Besonderes ist und so gut funktioniert, meiner Meinung nach, ist dieser Film was ganz Besonderes. Luc Besson, der Regisseur, ist für mich auch jemand, der viele gute Filme gemacht hat. In den letzten Jahren hat es leider ein bisschen nachgelassen, aber ich mag seine Erzählweise, ich mag, wie er Charakter darstellt und wie die Schauspieler dieses interpretieren. Weil für mich hat das ja schon angefangen bei Nikita, dass ich den Cleaner, was Jean Reno war, also im Prinzip Leon, schon fantastisch fand. Und deswegen hatte ich mich sehr auf diesen Film gefreut. Und damals, 95 im Kino, es war so unglaublich schön und ich fand noch schöner, als dann der Director's Cut noch rauskam, die längere Fassung, die ich noch besser finde. Da ging mir so dermaßen das Herz auf. Von mir kriegt Leon auf jeden Fall eine 10 von 10. Natürlich ist das subjektiv und natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber für mich gab es dann lange nichts mehr, was mich so berührt hat wie dieser Film. Und deswegen kann ich den euch nur ans Herz legen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Dieser Film ist unglaublich fantastisch. Für mich die besten 110 Minuten, die man investieren kann. Und er ist ab 16. Viel Spaß. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.